MA mit Akutxima der Niederlande Fussel Alarm. Hier ist ihr glamouröses Spitzenkleid in Gefahr. Aufsehenerregende Auftritte sind wir von ihr längst gewöhnt, doch dieses Mal stört ein kleines Detail das glanzvolle Gesamtbild. Wo, was für eine strahlende Erscheinung. Königin MA mit Akutxima der Niederlande, 46, ist wirklich eine schöne Frau und ihr gutes Aussehen unterstreicht die gebürtige Argentinierin immer gekonnt mit ihren eleganten Looks. Bei der Verleihung der Prinz Klaus Preise am Mittwoch, 6. Dezember 2017, griff die attraktive Blondine zu einem waldgrünen Spitzenkleid und glitzerndem Schmuck. Damit lag sie goldrichtig. Doch ein Detail ihres Outfits gefährdete den Glamour-Faktor ihres Outfits ganz beträchtlich. Welches Accessoire der Übeltäter war und welches Schmuckstück sie schon öfter trug, verraten wir euch oben im Video. MA mit Akutxima ist eigentlich als echte Stüllqueen bekannt und zieht mit ihrem extravaganten Look regelmäßig alle Blicke auf sich. Doch erst vor kurzem durften wir die hübsche Blondine auch von ihrer ungeschminkten und ungestühlten Seite kennenlernen. Denn auf ihrer Karibikreise an der Seite von Ehemann Willem Alexander, 50, zeigte sie sich ohne Make-up und im Neoprenanzug. Wie das? Das Paar entdeckte vor der Insel Saba die bunte Unterwasserwelt und hatte dabei sichtlich Spaß. Pristige, trächtige Preise in den Niederlanden. Die Prinz-Klaus-Preise werden bereits seit 1997 an Personen verliehen, die sich in besonderer Weise für die zeitgenössische Kultur eingesetzt haben. Die niederländischen Royals glänzten durch große Anwesenheit und Enthusiasmus. Zu dem Event kam nämlich außer dem Königspaar natürlich auch Prinzessin Beatrix, 79, immerhin sind die Preise nach ihrem verstorbenen Mann benannt. Auch Prinzessin Laurentien, 51, erschien zur Veranstaltung und wählte ebenfalls ein Outfit in der Trendfarbe Grün.